Assin. Zack. Darf ich alles ausziehen? Nudge auf der Wagen. Es gibt bestimmt viele Menschen, die nichts dagegen haben. Das reicht. Du bist böse. Ein wunderschöner Schmetterling. So. Geh weg. Wie soll ich filmen? Nicht so nah an die Falten. Yes, it's standing. Yeah, yeah, yeah. Es hat noch gar nicht meine Singstimme. Und dann musst du uns alle mit reinschauen lassen und dein Ergebnis. Wenn das jetzt ganz schlecht ist. Kann gar nicht sein. Kilo? Ja. Und 12,6 Gramm Fett insgesamt. 12,6 Gramm. Kilogramm. So. Ich hatte vorher 61,7 Kilo am Anfang Januar. Und 13,8 Kilo Körperfett. Ich habe Körperfett verloren. Das ist ein Unterschied. Und, wer ist Kilo? Yay! Yes! Guten Morgen! So. Alle bitte dran denken, kommt euch zum Recheck messen in unsere Studios, damit wir sehen, hey, was ist so alles passiert bei euch im Körper in den letzten 4 Wochen. Ich habe mich heute Morgen gemessen und es ist nichts passiert bei mir, gar nichts. Jetzt könnte ich traurig drüber sein, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin selber schuld. Die letzten 4 Wochen habe ich zwar trainiert, aber sehr unsystematisch, weil viele andere Dinge in meinem Alltag wichtiger waren. Ich habe es nicht ganz aus dem Auge verloren, aber die Sache hatte nicht die Priorität, leider, dass ich hätte Muskelmasse aufbauen können. Ich habe auch kein Körperfett abgenommen. Es ist, wie es ist gerade. Macht mich das jetzt sehr traurig? Nein. Ehrlich gesagt, ich bin mit meinem Körper an sich zufrieden und es waren jetzt auch nicht viele Dinge, die ich stark geändert habe. Also ich esse einfach so gut wie keinen Zucker, er fehlt mir auch nicht. Der größte Krux war das Thema Koffein bei mir gewesen, dass meine 2 Espressos zu entkoffeinierten Espressos wurden. Aber ansonsten möchte ich euch noch eine Kleinigkeit mitgeben, an die viele vielleicht gerade von der weiblichen Fraktion nicht denken. An was denken wir nicht? Und zwar an das Thema unseres Zyklus. Wenn ihr sehr nah an eurer Menstruation seid, so circa ab 2 Tage davor bis 2 Tage danach, habt ihr sehr starke Wassereinlagerungen und Veränderungen hormoneller Art in eurem Körper. Und wenn ihr in dieser Zeit auf eine Körperzusammensetzungsanalyse Waage steigt, dann können die Werte, können nicht nur, werden sie auch schlecht sein. Deswegen, wenn ihr euch messt außerhalb dieses Zeitraumes, damit es wirklich vergleichbare Werte sind und wenn ihr mal auf eine Waage steigt innerhalb des Zeitraumes, wisst ihr jetzt, dass ihr da nicht deprimiert sein müsst. Das ist halt Mutter Natur. Das passiert in unserem Körper und damit sollten wir einfach auch fein sein und uns nicht zusätzlich psychischen Stress machen. Ich wünsche euch alle einen tollen, tollen Montag. Ciao, ciao. Ja. Welche? Ja, große Herausforderung. Ich bin ja so eine Süßigkeiten-Elli, sage ich immer. Und also für mich waren die ersten 2 Wochen wirklich sehr anstrengend. Also mein Körper hat mir deutlich gezeigt, dass ich den Zucker brauche. Und
ja, der muss sich natürlich erstmal anpassen. Umso stolzer bin ich jetzt, dass ich die 4 Wochen geschafft habe. Jetzt sind die 4 Wochen rum. Willst du irgendwas beibehalten von dem, was du jetzt gemacht hast? Ja, also ich werde definitiv meinen Zuckerkonsum jetzt versuchen, geringer zu halten, als ich das vorher getan habe. Also, weil ich einfach merke, dass es mir damit besser geht. Was würdest du den Leuten draußen sagen, wenn die jetzt sagen, 4 Wochen rum, alles wieder auf wie vorher? Tu es nicht. Auf geht's. Hallo, ihr Lieben. Heute ist die Woche der Wahrheit. Montag, der 6.2. Ja, unsere 4 Wochen herrlich entgiftet Aktion hat heute ihren Höhepunkt mit der Nachmessung. Und ich will euch heute meine Messung einfach mal zeigen und natürlich dann auch nach der Messung mal eine Auswertung machen, wie sich, was sich bei mir verändert hat gegebenenfalls und wie sich mein Körper verändert hat. Bis dann. So, ihr Lieben, nach der Messung ist die Auswertung. Ich nehme euch jetzt mal mit auf die Reise in unser kleines System, wo wir einfach mal meine Auswertung zusammen uns anschauen, was jetzt vom 10.01. bis heute zum 6.02. passiert ist bei mir. Okay, bis gleich. So, ich bin wieder da. Nur die Stimme diesmal, damit ihr auch seht, was hier passiert ist. Also, ihr seht hier meine Auswertung. Die erste Messung war am 10.01. rein die Muskulatur. Das Muskelprotein in meinem Körper waren bei 10,8 Kilogramm. Seht ihr hier unten 10,8 Kilo. Natürlich haben wir auch Wassermuskeln und das ist das, was sich bei vielen einfach verändert in der Zeit. Und das sehen wir bei mir. Ja, grundlegend habe ich jetzt 100 Gramm weniger Muskulatur. Das kann daran liegen, dass ich jetzt auch eine Woche wirklich krank war und nichts machen konnte. Sodass der Körper auch hier an meine Muskulatur quasi gegangen ist und 100 Gramm abgebaut hat. So, was für viele ja entscheidend ist und wo wir auch rein wollen und schauen wollen, was hat sich durch die Ernährung über die 4 Wochen getan. Seht ihr hier meine Körperfettverteilung. Ich bin quasi heute bei 11 Kilo reines Fett, Körperfett. Und am 10.01. waren es quasi hier 11,7 Kilo. Das heißt, ich habe 700 Gramm weniger Körperfett über die 4 Wochen quasi abgebaut. Genau, mein Viszeralfett, das hier drüben, ist auch nochmal ein wichtiger Wert, um einmal zu schauen, wie hat sich, seht ihr hier, auch hier, ich war bei 1,1 Kilo am 10.01. Heute ist der 6.2. bei 1,2 Kilo. Also 100 Gramm Viszeralfett aufgebaut, was natürlich nie so toll ist. Aber wie gesagt, ich hatte eine Woche, wo ich wirklich außer Gefecht war, wo ich nichts machen konnte, wo ich mich nicht bewegt habe und kein Training machen konnte und deshalb kann auch der Wert ein Stück weit hochgehen. Das ist ja das böse Fett, was wir nicht sehen, das Viszeralfett, was unsere Organe umgibt, was im Körper ist und was, wenn es sehr hoch ist, das ist ein sehr, sehr guter Wert hier bei mir, die 1,2 Kilo. Wie gesagt, wenn der Wert sehr hoch ist, bestimmte Krankheitsbilder wie Bluthochdruck, Diabetes, Herzinfarkt begünstigen kann. Deswegen ist der Wert ganz, ganz wichtig und er sollte bei allen unserer lieben Kunden im grünen Bereich sein und das zeige ich euch hier nochmal. Körperwasser, Muskulatur, das Viszeralfett, seht ihr hier. Da bin ich im wunderbaren grünen Bereich. Alles, was unter 1,5 Kilo ist für meine Körpergröße, mein Geschlecht, ist quasi optimal. Also es hat sich was getan bei mir, rein vom Körperfett. Natürlich auch ein kleines bisschen an der Muskulatur. Wie gesagt, das liegt einfach daran, dass ich auch mal eine Woche wirklich krank war. Vom Körpergewicht her bin ich jetzt bei 78 Kilo heute. Und wenn ich mal in den 10.01. reingehe, in die Messung, so, gehen wir hier nochmal rein. Und da war ich vom Körpergewicht bei 79,7 Kilo. Also, es hat sich was getan. So viel dazu. Ich hoffe, dass ihr alle fleißig mitgemacht habt und
kommt gern zu uns, macht die Nachmessung und dann werten wir die zusammen aus. Bis dann. Ciao.